Hallo Gamerfreunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Abendrunde zu Remothered Broken Porcelain. Und vielleicht ist das ja jetzt schon das Finale. Und das werden wir ja sehen. Wir haben noch ein paar Aufgaben auf. Und zwar befreie Lin aus der Hypnoseschleife. Geh zurück ins unterirdische Labor. Stoppe die Hypnose. Ja, was auch immer das heißen soll. Was soll das heißen? Ja, kurz zuvor kam noch ein schönes Update. Natürlich wissen wir nicht, was das gemacht hat, aber ich hoffe, es bringt was. Irgendwie werden wir das schon merken. Und ja, das natürlich alles live aus der Gaming Lounge mit mir am Gastgeber Twitcher. Und weiter geht's. Viel Spaß. Und Attacke. So. So, okay. So. Tun es an. Wir sind drin. Hey, Elgris, ich grüße dich. Willkommen auf dieser Plattform. Danke für die Bewirtung. Die Pflanze ist schon im Bett. Das machen wir dann auch. Sehr schön. Danke dir. So, okay. So. Alles klar. Gut. Sind wir wieder mal drin. Aber nicht in den nächsten Minuten. Nein. Da ist noch ein bisschen Luft. Okay. Man müsste eigentlich immer zwei Tage in einem haben, ja? Einmal der Pflichttag. Wenn der um ist, kommt der Entspannungstag. Das wäre doch was. Gut, 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 gut. Ja, wir schauen nochmal, was wir haben. Oh ja. Betäube den Feind für eine Weile. Betäube den Feind für... Betäube und verwunde den Feind. Betäube... Oh ja, ja. Ja. Aha. Das ist gut. Das stellen wir doch jetzt her. Zack, zack. Und dann können wir das... Ist das dann mit... Ja. Können wir hier... Ja, ich habe ja noch rausbekommen, dass man das Steuerkreuz nach unten drücken kann und dann kann man hier durchschalten. Und viele haben jetzt ihre PlayStation 5 bekommen zum Testen. Dürfen nichts zeigen wegen Embargo. Aha. Was aber alle vergessen haben, ist die Fernbedienung. Das fand ich witzig. Und man hat sogar gesehen, dass die Innenseite von dem riesigen Raumschiff oder Hochhaus, je nachdem, futuristisch gesehen, die ganzen Symbole drin hat. Das Dreieck, Viereck, Kreis und das X. Obwohl das X ist ja für die Xbox, ne? Also, das ist schon ein Hinweis. Finde ich ganz interessant, das Detail. Wer nicht genau hinguckt, wird das natürlich niemals entdecken und sagt, ja, ich habe die Konsole schon Jahre, ist mir nie aufgefallen. Ja, den Standfuß gibt es wirklich mit dazu im Paket. Den muss man nicht extra kaufen. Aber wir sind ja nur Frechheiten. Und die Box ist wirklich winzig dagegen. Ja. So, das war's. Jetzt sind wir wieder hier drin. Und jetzt müssen wir wieder zum Kino. Weiß ich gar nicht, wie ich gehen muss. Verteidigen kann ich mich aber schon, ja? Okay. Naja. Mautz auf den Schoß hebt, ihr ein paar Leckerlis gibt und sie kraut. Ja. Aber du hast ja schon was Leckeres gegeben, ne? Sushi-Rollen. Nicht so viel. Jetzt muss ich dann nochmal raus mit ihr. Okay. Wie war denn das jetzt hier? War das jetzt hier zu? Ah, ja.
Ich weiß nicht ganz genau, ob die alte Dame, wie gesagt, die Lin Sei, Lind und Sei, Lind Sei, wirklich war vom Anfang an. Oder ob das die Celeste ist. Was, hier sitzt auch zu. Zum Henker. Ja. Das ist voll unheimlich, das Bild. Was? Wieso ist das jetzt alles zu? Was ist das? Moment, da muss ja was bei meinem Zimmer sein. Das ist ja der einzige Raum. Was ist das? Ach, kann ich wieder hier raus? Ne. Alles zu? Ich kann mich verstecken. Boah, wenn die jetzt hier drin gewesen wäre. Das wäre schon ein Schock gewesen. Zwei Leckerlis als Nachtisch. Achso, okay. Und sonst bekommen Mauz ja nicht so viel Sushi. Ja, sie genießt es immer, ja. Wenn du was reinwirfst. Oder wenn es mal von jemand anders kommt, dann. Das genussvoll verspeist. Ach, hier. Oh, Geheimgang? Ah, okay. Ich wusste doch, irgendwas muss doch hier sein. Gesundheit bei dir stabil und dein Tag heute? Ah, okay, jetzt alles klar. Ja, stimmt. Ach so, da gab es ja eine Cutscene, da wusste ich jetzt gar nicht, wo wir raus sind. Bam, bam. Stabil Kreislauf und Knie gehabt, okay. Das ist wunderbar. Okay. Jetzt ist er nicht mehr hier. Da ist es direkt mit meinem Zimmer verbunden. Ja klar. Da konnte der ja auch oben aus dem Spiegel Ding schauen. Ich weiß gar nicht jetzt hier. Was? Also hier kann ich raus. Mir lieber. Uah. Oh Gott, hier ist dunkel, das ist nicht gut. Was? Wie oft? Oh, kann ich dich nicht zerstören? Eieiei. Okay, also ja. Mach. Okay, cool. Tu es. Aber sonst ganz gut. Okay, sehr schön. Und dir? Ja, soweit ganz gut. War halt ein bisschen Krach heute. Das hat schon genervt. Ja, das hat mich schon gestört. Wenn irgendwie so Krach ist, wenn du irgendwas machst. Keine Konzentration da, das ist nicht gut. Aber sonst soweit gut. So. So, jetzt sind wir wieder hier bei Lindsay. Aber dass die das ist schon ein bisschen interessant, weil die sieht echt aus wie die Jodie Foster. Gut, jetzt haben wir sie befreit. Das ist cool. Was ist das hier? Ach, das ist wieder was zum Einsammeln hier für die Fähigkeit hier, für die Mottenfähigkeit.
Aber heute gab es Pasta Leona. Das habe ich gegessen. Oh, der Käse war so gut. Es war aber kein Allgäuer Käse. Ja. Nein, das war. Der Käse war so gerieben wie kleine Würmer. Na, das ist doch was. Metronom, hier gibt es wieder eine Flasche. Was sagt denn das jetzt aus hier? Rebelliere, durchbrich die kollektive Hypnose. Ach, das heißt, die ist noch gar nicht komplett draußen. Was? Oh, warte, hier ist was. Genau, macht es kaputt. Komm schon, Lin. Gut gemacht. Zum Henker, wer ist das? Die Gloria ist es. Gloria Ashman. Oh shit. Oh. Wow. Ja, das ist ja in der Vergangenheit. Drum sieht er auch so jung noch aus. Ach du Scheiße. It was all their fault. The Felters. Ja, du hast ja kaum eine Strafe bekommen, aber die. Gloria, do you still believe it? Do you still believe this bullshit? You're lying. Bullshit! Tell her, Ash. Tell her. It was you who ordered to burn the place down. Tell her. Tell her why. Because despite the large doses of Phenoxyl, she began getting her memories back. Isn't that right? Memories of you harassing her. You were only a little girl at the time. It was Lynn. She's the one who started the fire. She betrayed all of you. She didn't have a choice. You tricked her, drugged her, and forced her to do it. Gloria, you believe me? Right? Oh, die Mutter. Hä? Was war das jetzt? Ach du Scheiße! Oh, ach, die macht das jetzt extra so. Die Macht ist mit mir. Die dunkle Seite. Oh shit. Oh! Yo! Ah, so ist es passiert. Alles klar. Ja, das haben wir am Bett gesehen, dass der Arm fehlt. Aber das ist schon komisch, wie die Kraft entwickelt hat. Das ist schon irgendwie strange. Die Kraft der Freundschaft. Licht gegen Dunkelheit. Los, zerstört diesen Porzellankopf. Wo ist der Hammer? Ah, deine eigene Schöpfung gegen Stay dich zurück. Back. I beg you. It's me. Me. Your mother Acherontia. It's me. Ist der jetzt eine Maske oder ist es ist der echte Kopf? Stop. Stop it. No. No. Oh. Oh.
Oh, er läuft weiter. Nutze die Macht. Du kannst nicht fliehen. Du Hexe. Oh. Mein Gott. Castle und Kartoffelpüree. Oh, das ist gut, ja. Kollektives Bewusstsein 945, seltener Erfolg. Schließe Kapitel 6 ab. Okay. Und jetzt gerade das gleiche wie gestern zum Abendbrot. Okay, alles klar, sehr schön. Hoffentlich ist Andrea jetzt endgültig erledigt. Ja, also das war ja wohl ein Kopftreffer. Das muss ja wohl geklappt haben. Kleiner Tipp, ich weiß nicht, wann das kommt. Ein Schlag. Okay. Hey, Theo! Willkommen zurück! Zum Mottengong. Wie geht's? Sorry, dass ich erst jetzt wieder da bin. Es sei dir verziehen, aber es darf niemals wieder geschehen. Nein, nein, nein. Na, wie geht's? Schön, dass du da bist. Oh, das war gerade mega interessant hier. Die ganzen Informationen. Da muss ich gleich mal was trinken drauf. Wie oft haben wir denn die umgebracht? Mann, Mann. So. Okay. Yo, jetzt spielen wir den. Oh, was? Das ist jetzt die vierte Person, oder? Die wir spielen können. Oh, okay. Also, der hat eine richtige Maske aufgesetzt, oder? Oder ist der Kopf so geworden? Was können wir da eigentlich machen mit dem? Also, normales, okay. Was müssen wir überhaupt machen? Wir sind immer noch in der Hypnoseschleife? Ach, ich dachte, wir sind jetzt draußen. Rebelliere gegen Gloria. Nutze Porzellan, um sie zu töten. Ach so, okay. Das können wir wirklich selber machen? Oh ja. Aber Moment mal, wenn wir uns den ersten Teil vor Augen bringen, wird es nicht klappen. Naja, schauen wir mal, wie es ist. Oh mein Gott, wie habe ich den Kampf gehasst in der Garage. Aber ich bin froh, dass ich das noch geschafft habe. Ich glaube, wie viele Versuche? 40 insgesamt? Jesus. Ja, zurzeit geht's nicht ganz so gut, okay. Aber auch egal, jetzt erstmal hier zum Abreagieren. Ja, ich hoffe, dir geht's wieder dann besser. Ja. Aber genau, hier kannst du entspannen, ja. Ja, und auch natürlich mal ein bisschen die Sau rauslassen. Verdammt! Genau, ein paar Mal, ja. Genau, hier kann man immer schön entspannen, ja. Ja, zum Glück, genau, ja. Der war heute aber auch gut. Zum Finale das Update. Ja, ist unglaublich, was? Ich wollte starten und dann gibt ein Update. Ich so, okay. Okay, okay, okay. Achso, ich geh jetzt einfach mal hier hoch. Gloria. Gloria, ich bin da. Du hast mich erschaffen und ich werde es beenden. Die Schöpfung bringt ja immer ihren Erschaffer um. Darum darf man den Schalter nicht vergessen. Na gut, hier können wir also nicht rein. Gloria. Tja, wo wollen wir denn hingehen? Porzellankopf. Na gut, wir gehen erstmal hier hin. Boah, hier ist er! Oh! Was? Okay, das war jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Kannst du trotzdem reingehen oder ist es... Ach, da macht er gleich einen Angriff. Ah, okay, das ist interessant. Auf geht's.
Oh, ist die jetzt hier rumgegangen? Habt ihr das gesehen? Das habe ich gar nicht genau geguckt. Warte, ich muss gucken, dass die hier nicht... Warte, hier? Nein. Oh Gott, das wird wieder... Der... Aha, hier können wir jetzt wieder rein. Gut. Schon mal aufgeschlossen. Der Typ hat die gleiche Gangart wie ich. Ja, so läufst du. Alles klar. Aber so einen Stock hast du nicht, oder? Also eine Kutte. Das wär's noch. Aha, so läuft. Ah, hier ist er! Mann! Wie schnell soll ich reagieren? Was zum Henker? Okay, das ist wieder ganz interessant, die Mechanik hier. Huch. Was ist denn da hinten? Ich gehe erstmal hier lang. Ich meine, die kann ja super schnell reagieren, aber wir sind ja super langsam. Gehen wir kurz hier runter. Oh, ich kann gar nicht speichern. Das ist natürlich schon heikel. Okay, denk daran, ein Schlag. Also ich muss sie einmal treffen, aber ich kann das ja nur auslösen mit dieser Anzeige. Wenn du die Räume brauchst, sag Bescheid, okay? Doch, natürlich, ich bin genau hier. Das ist nämlich mein Idol. Gut. Ich muss erstmal ein bisschen beobachten, wie das hier so funktioniert. Da ist er doch, oder? Nein, das war es doch nicht. Sind wir hier mehr Tiere? Sind wir mehr Tiere, oder? Ach, hier ist noch zu, ja. Ist ja immer so, wenn man die Figur dann selber spielt, man hat keine der Fähigkeiten. Weder kann ich noch sehr schnell rennen, noch kann ich das Schutzschild benutzen. Was macht der hier? Dann sticht der bloß dazu. Ah, Gloria. Wo bist du denn hingeglort? Das ist ja immer noch der Raum. Das ist der Raum von Ashman selber. Ah, das ist doch bestimmt ja auch ein Geheimgang, oder? Er hat dann noch seine Schuhe. Aha, das ist zu. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wer er ist, aber ich mag ihn. Du musst in 5 Räume. Ach so. Wie viel war ich denn jetzt schon? Halt, was ist das? Achso. Also hier kann es nicht sein. Okay, müssen wir hier wieder raus.
sie da vorher? Wir sind nochmal hier zurückgegangen. Hier habe ich mir mein Essen geholt aus der Luke. Ins Bad gehen. Ah, ich hab's gewusst. Ey, ich drück doch schon wie verrückt. Boah, das dauert ewig. Also so kann man die nicht schnappen. Das ist ja viel zu langsam. Mach doch mal auf das Ding. Okay, es geht nicht. Wow, okay. Das ist natürlich wieder... Gut, dass ich nochmal hier reingeguckt habe. Bestimmte Räume, soll ich die schicken? Ja, warte nochmal, ich will noch ein bisschen rumgehen. Was ist das? Zum Gucken. Was? Was? Mich interessiert viel mehr, wie ich das machen soll mit. Stimmt, ja, der keinen. Auch zu. Ich frage mich, wie es. Also, um das auszuführen, das dauert zu lang. Achso, Kino ist zu. Moment, ist sie vielleicht hier drin? Könnte auch sein, oder? Vielleicht im Büro. Oder ist sie hier unten? Na gut, hier können wir gar nicht durch. Warte mal, was war denn das? War das eine Notiz oder? Ach, hier kann ich selber rüberspringen. Gloria, wo bist du?
Weil sie sich wieder verkroch. Na gut, dann schick mal rüber. Ich bin gespannt. Aber war ich schon in den Räumen alle drin? Jetzt gehen wir einfach nochmal so. So, ja. Ist er auch hier drin? Achso, warte mal. Andreas Krähenzimmer, der Raum mit dem Sicherungskasten, das Badezimmer in Zimmer 212, das Badezimmer in Zimmer 213, Eschmins Büro. Wo soll ich das nochmal auf Discord schicken? Ja, kannst du nochmal da drauf schicken? Warum macht der immer so eine komische Bewegung, wenn er Türen aufmacht? Weil er bedeppert ist. Du hättest ja mal den Kampf sehen sollen, wo ich gegen den gekämpft habe hier. Kannst du nochmal auf der Tube angucken. Also, ich habe den Kampf nur offline geschafft. Im Stream ging das überhaupt nicht klar. Ich habe dann mir eine Taktik überlegt, die dann wirklich funktioniert hat. Der war so schnell und das Zielen war eine Katastrophe. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken hier. Das ist immer so diese Handbewegung. Also, wenn er dich versucht hat, mit der Hand zu greifen, so wie hier, dann warst du schon so schwer verletzt. Und da das Spiel ja sehr viele Käfer hat, hat er dich mit diesem Skelettstock permanent getroffen und dann warst du ruckzuck tot. So, warte mal, müssen wir mal gucken hier. So in etwa, ja. Okay. Das Krähenzimmer, was ist das jetzt für ein Zimmer? Ja, aber wie mache ich denn das, wenn ich die gefunden habe? Man hat ja gesehen, ich musste wie so eine Art Quicktime machen und das dauert irre lang und dann ist sie schon wieder abgehauen. Badezimmer 212, ja. Das ist ja hier das Badezimmer. Ist sie wieder hier? Nee. Okay, also Dusche kann ich nicht öffnen. So, dann müssen wir mal gucken. Ich würde mal was hier gucken. Was ist das für ein Raum? 213? Badezimmer und Zimmer 213, ja. Das ist das Kleine hier. Also nicht. Er ist wahrscheinlich schon geschossen. Gut, dann haben wir also die beiden.
Der Raum mit dem Sicherungskasten. Achso, das ist wieder unten. Und Ashmans Büro. Alles klar. Hm. Ich erst beim letzten und 212. Hm. Ja, ich gehe jetzt einfach nochmal runter. Ja, aber ich muss die ja irgendwie erwischen können. Das ist ja irgendwie das Blöde. Achso, mit den Krähen ist das. Das ist ja hier hinten das, wo sie war. Ich weiß ja nicht, ob die dann die Position in den Räumen nochmal ändert oder ob die dann so bleibt. So, Sicherungskasten ist hier unten. Da ist er. Okay, aber wie soll ich das machen? What the freak? No, ich hab ge... Oh, ist das scheiße. Habt ihr das gesehen? Wie soll denn das gehen? Warum kann ich nichts machen, wenn ich die direkt vor mir habe? Da muss ich so ein schwachsinniges Event auslösen. Ja, da kriegst du die ja nie. Boah, dann haben sie nur heute schon ein Update rausgehauen und trotzdem ist sowas nicht drin. Sonst bekomme ich ja mal die Updates, wenn ich fertig bin mit den Spielen. Das finde ich richtig super. Ich sage ja, das ist gar nicht, wie ich das machen soll. Das ist Ashmans Raum. Sieht man die hier schon? Weil die reagiert ja viel, viel schneller, als ich irgendwas machen kann. Soll das gehen? Na gut, ich werde ein paar Mal ein bisschen rumprobieren. Dann muss ich mir mal was angucken, wie man die greifen soll. Oder also, das ist zu. Sehr merkwürdig gemacht. Gut, gehen wir nochmal zum Sicherungskasten. Also Krähenzimmer, Sicherungskasten, 12. und Ashmans Büro, ja. Mhm. Gut, gut, gut. So, jetzt ist er bestimmt hier, oder? Ich seh wieder mal gar nichts. Irgendjemand hat hier geredet. Ah. Gut, dann wird es wohl wieder im Bad sein.
So. Die Kamera. So, na eben hier. Na, kannst du dich erinnern, wie du hier standest, wo wir mit Celeste davor standen? Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin unter Hypnose. Ach Mist. Tja, wieder nicht. Okay, ich war 212, 213 Sicherungskasten. Ich bin ins Büro. Ach so, Büro. Warte mal, Büro, das ist doch... Ach, ja. Das ist doch unten. Ja, wenigstens musst du nur einmal schaffen. Der Wischi den Griff in der Waggon nicht richtig. Und du so, ach Mist. Ach Mist. Ja, das ist wirklich Mist. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal runter zum Büro des Aschemannes. What? Habt ihr das gesehen? Was war das? Ich gehe hier raus, die will schießen, ich pack die. Und jetzt ist die hier unten? Was zum Henker? So, irgendwie sah es auf jeden Fall verletzt aus. Wir werden jetzt hier reingehen. Was? Du kannst mich nicht besiegen. Oh shit. Nimm sie mit. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. You're not like them. You're not like them. My sister, you did it. Us? You betrayed us all. Lynn, it doesn't matter how. We have to go. Or when. But I won't be satisfied until you'll all be dead. Lynn, we have to go. By killing your parents, Celeste. Us? Also wirklich? Nein, ich bin blind. Ich kann nicht sehen. Okay. Hm. Okay, das war jetzt wieder... War echt seltsam jetzt. Okay, jetzt sind wir wieder ein Stück in der Zukunft. Promise me that you'll put an end to this. I'm not going to promise anything. That you'll put an end to all of this. I want you to shoot me. Promise me. Promise me. Okay. Okay. I know that shortly after she returned to her parents, the Feltons. But things got out of hand. And you know, Gloria kept her promise. Her thirst for revenge was not quenched. But Jennifer managed to run away. I know that she's somewhere in Sweden now. She writes.
She's a writer or something like that. Her publication was under a pen name. Also sag jetzt nicht Reed, oder? What do you mean? Before you successfully found that Jennifer and brought her to the Ashman Inn. How many before her? Die Stimme an ihrer vom Telefon am Anfang. To then end up living under Porcelain's mercy. How many? They were simple mistakes. How many simple mistakes? 14. 14 altogether. You will shoot me. Won't you? Right? Nein, jetzt erschießen sie sich nicht mehr. Wähle Ashmans Schicksal. Hahaha. Ich hoffe, wir haben jetzt Zeit, nicht, dass sie sich für eins entscheidet. Der hat zu viel Scheiße gebaut. Und den einfach zu erschießen, dann würde er nicht so viel büßen. Auf jeden Fall ist es ihre Stimme am Anfang des Telefons, wo er noch gesund war. Obwohl, im Moment, das kann ja gar nicht sein. Die haben ja dann ein ähnliches Alter. Da muss das jemand anders noch gewesen sein. Retten. Das wäre eine viel größere Qual für ihn, wenn ich den rette. Gegen draußen ist ja schon mein Kühlschrank warm. Sogar. Das musst du entscheiden, ja. Welches Finale wir wohl sehen werden? Es steht keins von beiden drin. Okay. Also ich werde jetzt mal so machen, dass ich den rette. Weil der will ja wirklich sterben, damit der Albtraum vorbei ist. Aber ich will, dass der richtig leidet dafür, was er getan hat. Und tot passiert es nicht. Drum werde ich den jetzt retten. Ja, genau. Viel Schlimmeres verdienst du. You deserve to suffer by living in agony, as I did for the past 19 years. Whore. Fucking whore. You brought me. Was? Oh Gott, wer ist denn das jetzt? Ist doch jemand anders. Oh, wir wurden schon wieder getäuscht. Ist es jetzt doch nicht die Lynn, oder? Okay. Lynn. I can't. You heard what Gloria said earlier on. I have to go back. I have to return to my parents. But what about the contest? I'll be there. I promise. Eieiei, was für ein Albtraum.
Promise me. I promise. Hat die das überhaupt gehalten, das Versprechen? Oh, this is yours. What an odd name for a violin. Read Rosemary. Read Rosemary. I prefer Reed. Take it with you. You'll give it back to me at the theater. Now you have no excuses for missing the performance! I'll see you there! Promise me! We'll see each other at the top of the world! Moment mal, hat die den Namen angenommen? Dann ist es doch die Reed. Ja, wenn immer so verschiedene Zeitsprünge sind, dann sieht man nicht so schnell durch. Da hat die das von der Geige genommen. So, und wer ist das jetzt? I didn't keep that promise. Ich wusste es, die hat es nicht gehalten. I returned to my parents the following day. The Feltons. Gloria followed me shortly after. She managed to subdue them. She got her revenge. Was? I ran away again, leaving everything behind. I'm sure that if I hadn't, she would have killed me. And when? Das ist Celeste! Oh, ich hab's gewusst. Madam, how did you come to know about this whole story? Did Rosemary, Lynn, try to contact you? No. She didn't. I think that as long as she knew that I was safe, and I had forgotten everything, nothing else mattered to her. This doesn't explain everything else. It happened last year. Was? Ja, hallo? Ja, ich bin im Stream. Kannst du später nochmal anrufen? Yes. Ja. Tschüss. Hui. Who are you? Ach, das ist doch das Gesicht von der Tante von James Bond. Oh, das ist die Lynn jetzt, die Geigenspielerin. Scheiße. Wow, wie viele Jahre sind vergangen? 70 Jahre oder so? Chen. Chen. She left. Oh, am nächsten Tag ist sie gestorben. Ach du Scheiße. Ashman was right when he said Lynn was Wyman's inheritance, and the only thing that he left her was his Alzheimer. Okay, daran konnte sie sich noch erinnern. This is from her. Wer sind wir denn jetzt eigentlich? Also sind wir ein Sohn? Also ja, offenbar, aber von wem? Oder ist das unsere Urgroßmutter? Reed. Puh.
Okay. Ach, wer sind wir denn? Achso, ich dachte, ich krieg hier mehr Infos. Gretas Lise. Achso, das ist immer dasselbe dann. Hm. Kann ich das irgendwie noch genauer sehen? Nein. Ja gut, ein paar Sachen hat man vielleicht nicht gefunden, wenn wo so die Stellen so gebackt sind. Ohne Mehl. Hm. Veggie, das ist doch von, wie hieß das Spiel nochmal, mit Don't Not, Life is Strange, Tell Me Why, genau, da hieß ja der Laden Veggie. Aha. Ja, das haben wir alles im Spiel eingesammelt. Eine ältere Schwester. Also, 64 wäre sie jetzt. Boah. By now she would have been 64 years old. She was one of the other Jennifers. One of the 14 gone. Ja, es waren alles Jennifers. Kidnapped, killed. Before they successfully found the right one. Ach, du bist nicht die Richtige? Du musst sterben. Krass. Lynn never managed to come to terms with it. For all these years, she held on to my memories. Her own. Puh. And those of the other victims. I know she went back to the top of the world many times, hoping that maybe one day my memories might resurface. Okay, that's a die Haare nur kurz gemacht. Ich dachte schon, dass jetzt wieder jemand anders ist. Ja, aber da ist die das trotzdem in der Zukunft vom ersten Teil gewesen. Wegen der Frisur. And she would find me there at the theater on the stage at the piano. Chris Darrow. Du Nuss. Puh. Okay. Kunst ist immer gut. Remothered. So viele Wörter in diesem Wort. Jennifer. Lindsay. Rosemary Reed. War wirklich die Lindsay. Ashman, dieses Drecksschwein. Wyman. Madame Swetska, Money. Gallo ist auch ein krass. Man. Hm. Stormind Games.
Also falls ihr eh nochmal einen dritten Teil rausbringt, dann bitte ohne Käfer, ja. Das muss sauber laufen, das Game. Man soll ja eigentlich die nächsten Teile immer besser machen, aber wenn die schlechter wären, wäre es nicht gut. Puh. Ja, das lassen wir jetzt mal hier durchlaufen. Und dann komme ich zum Fazit. Alles an Insektenspray verbraucht und hat doch nichts gebracht. Es hat nicht gewirkt, na sowas. Da ist die Mischung wahrscheinlich nicht mehr wirksam. Silly. Ja. Ja, Cyberpunk 2077 hat sich, wen wundert es, doch am Ende noch einmal verschoben. Obwohl die Gold-Version schon einige Zeit zuvor angekündigt war. Unglaublich sowas. Wie gesagt, ich habe bei dem Spiel Befürchtung, dass es dem Ganzen überhaupt nicht gerecht wird. Ich hoffe natürlich, dass das nicht zutrifft, aber das werden wir sehen. Wenn es dann später wieder mal soweit ist. War doch sowas von klar, ja. Aber ich habe es ganz selten erlebt, dass Games, die den Goldstatus erreicht haben, dass sie einfach in die Presse kommen und abgeschickt werden, dass die dann nochmal verschoben werden. Das habe ich. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, welches Spiel das jetzt zuletzt hatte. Das muss schon viele tausend Jahre her sein. Das war Remothered Broken Porcelain. Und ja, jetzt erst wieder bei Cyberpunk. Heute kam die Meldung raus, dass sie das nochmal verschieben. Unfassbar. Bing! Die Hüterin, 9,08% seit Erfolg. Schließe Kapitel 7 ab. Okay, 7 Stück waren das. Ich verstehe. Achso, übrigens, Egris, schau mal bitte bei dir auf der Box da mal irgendwie später, ob die... also welche, die du verbunden hast mit der Box hier, Spieler, ob bei dir oben die Zahl auch nicht mehr erscheint. Bei mir erscheint seit gestern, glaube ich, nicht mehr die Zahl, wie viele online sind. Ich muss dann direkt drauf gehen und sehe, dass eben zum Beispiel 7 online sind. Aber es zeigt es oben nicht mehr an. Wie aus dem Nichts. So, jetzt haben wir hier auf zu pfeifen. Ja. Gut, Gamer Freunde und Ladies, das war das Projekt. Endlich mal wieder ein bisschen Horror, Unheimlichkeiten, Ungereimtheiten ohne Käse. Mit vielen Käfern, Motten, um genau zu sein. Remothered Broken Porcelain. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Es war von Motten durchzogen. Ja, das trifft es ganz gut. Ja, und das kommt ja auch noch für Next Gen Upgrade raus. Und da frage ich mich, was die dann noch machen wollen. Ja, Xbox Series X. Ja. Das erste Spiel hatte ja schon einige Macken, aber hier haben sie nochmal einen draufgesetzt, was ich, wie gesagt, schade finde. Das zieht sich durchs ganze Spiel. Heute gab es nochmal zur finalen Runde hier bei mir nochmal ein ordentliches Update.
Ich habe keine Ahnung, was es verbessert hat. Wahrscheinlich irgendwelche Ecken- und Bosskämpfe, die mega genervt haben. Ja, also die inhaltliche Sache, was die Geschichte betrifft, Charaktere, Entwicklung ist auf jeden Fall sehr interessant, sehr vielfältig, sehr spannend gemacht, total verwirrend. Also man muss schon da sich ein bisschen reindenken, um voranzukommen, weil sonst denkt man, bitte was, wer ist denn das jetzt, ja? Aber diese technische Umsetzung, wie dieses Zielen an den Lampen oder Hängenbleiben, wo gar nichts ist, ja, wenn ich sehe, okay, ich bin ja ein bisschen mit dem Knie an so einer Mauer und komme nicht um die Ecke, okay. Aber wenn gar nichts ist, 2 Meter ist Luft und die Figur bleibt einfach stehen, egal in welche Richtung du rennst, ist großer Mist. Oder das Aktionen, wo die sagen, ja, mach das, um den Gegner zu täuschen oder auszuweichen. Und du kannst es nicht umsetzen, wenn du drückst, die bleibt einfach stehen und dann wirst du weggestochen. Ja. Das darf auch nicht sein. Ja, wenn man dann merkt, okay, das ist so und es gibt Rückmeldung, dann muss ein Update raus. So wie heute. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt gemacht wurde, weil ich bin jetzt schon durch. Aber wer das immer noch spielen sollte und kommt an irgendeiner Boss-Ecke, kann sich nicht wegrollen, dann liegt es daran. Und wenn es dann wieder geht, dann lag es jetzt an dem Update. Weil dann ist es natürlich ein besseres Erlebnis. Auch am Anfang, das habe ich auch bei anderen gesehen, die das irgendwie bemängelt haben, dass diese Menüführung sehr seltsam irgendwie zusammengestellt ist. Wenn man dann einige Sachen gefunden hat, kann man sich verschiedene Sachen zusammenbasteln und sogar auch mit Schadenszeitwirkung, was auch eine ganz coole Sache ist. Die Sachen auszulösen ist wieder eine andere Sache, die schwierig umzusetzen geht. Ja, also das muss man schon im Auge behalten, dass das nicht so gut geht, weil man denkt dann immer, okay, man muss irgendwie günstig stehen oder man muss dann noch was drücken, dass das kommt. Es ist mehr so, ja, jetzt passt alles, jetzt zeige ich das an, jetzt kannst du das auch drücken, dann funktioniert das. Und wir haben es jetzt gerade gesehen hier im finalen Kampf, die war so schnell und ich war mit dem Porzellan unterwegs und war so langsam und dann ging die an mir vorbei und dann kam die Anzeige, drücken Sie jetzt A, ganz viele Male, danach X. Und die Aktion wird ausgeführt. Und die ist schon 5 Minuten weg im Spiel. Und ja, das war's. Das ist zum Beispiel großer Käse. Und vor allen Dingen auch diese Steuerung. Man bekommt ja dann so eine Mottenfähigkeit. Und wenn man die das erste Mal hat, diese Steuerung ist absoluter Shit. Also echt mal. Ja, es kann ja nicht sein, dass du dann irgendwie gar nicht nach dem Joystick oder Steuerkreuz fliegen kannst. Du kannst nicht anders fliegen. Wenn du einmal in eine Richtung bist, dann musst du die weitergehen. Du kannst nicht nochmal zurück, wenn du merkst, oh, hier geht's gar nicht weiter. Du kannst nicht zurück, du kannst nicht nochmal hochfliegen. Und dann ist die Kraft natürlich verbraucht auf der niedrigsten Stufe. Ja. Aber selbst dann später irgendwie, das ist ganz seltsam zu steuern. Man kommt ins Fliegen besser rein, weil vielleicht ja, so 5 Versuche oder so, bei dieser Hundeszene, da kommt man schon besser mit rein, aber sobald irgendwas in der Nähe ist, bleibst du stehen mit der Mottenfähigkeit und es geht nicht weiter. Und das ist nicht gut gelöst gewesen. Und ja, das muss man schon mal sagen, also diese technische Umsetzung oder dass man auch gewisse Sachen immer austauscht. Ja, man denkt, ach, man sammelt die Sachen ein und kann die dann nach und nach verwenden oder für Herstellungssachen. Dann tauscht die Sachen einfach aus und du hast immer nur das Letzte mit drin und denkst so, hey, Moment, das ist doch hier mit Zeitschaden. Und dann hast du wieder eine normale Kaffeetasse ohne Kaffee. Ja, das ist zum Beispiel ungünstig gelöst. Da hätte man wirklich einen kleinen Vorrat haben müssen, dass man ein paar Sachen mit drin hat und dann geht das wieder. Das Umschalten wird irgendwie gar nicht gezeigt. Dann kommen ganz viele Tutorials einfach mal immer wieder. Ja, die müssen dann auch abgehakt sein. Also das ist alles von technischer Umsetzung nicht richtig durchdacht. Dann gibt es an einigen Stellen viel zu viele Sachen, die man absuchen muss, wo überhaupt gar nichts irgendetwas bringt. Das ist dann auch immer schade. Aber das sind so diese
diese Umsetzung sagen. Oder wenn man reingeht und die Kamera geht in die Figur rein, dann siehst du gar nichts. Ja, das ist auch nicht gut gemacht. Ja, also ich finde solche Sachen, wenn man dann irgendwie ein bisschen betriebsblind wird, dass man mal welche außerhalb fragt, hier, guck dir das mal an, wie siehst denn du das? Ich bin schon 2 Jahre im Spiel hier drin und dann wird mit Sicherheit jemand sagen, also hier, wenn ich hier reingehe und die Kamera geht so, das müsst ihr ändern, die muss gleich reinschwenken oder mitgehen mit der Figur in einem Abstand. Oh ja, stimmt, das haben wir gar nicht bemerkt. Ja, cool, das bauen wir mal mit ein. Ja, damit das die Leute haben, wenn sie das Spiel starten. Ja. Ja, und genauso ist es, wenn die irgendwelche Probeversionen rausgeben und dann in 14 Tagen kommt das Spiel raus, da macht kein Entwickler mehr jetzt nochmal einen totalen Dreh, dass man sagt, oh wow, das hat sich aber jetzt gelohnt in 14 Tagen. Ist alles Quatsch. Ja, ich habe noch keinen Entwickler gesehen, der dann gesagt hat hier, ja, kommt jetzt in 14 Tagen raus ungefähr, jetzt kommt nochmal hier Dynamik und Optik, das kommt jetzt nochmal ein komplett neues Level, ihr werdet euch wundern. Und dann hast du das Spiel und dann sagst du, das ist doch genau wie in der Demo. Weil gar nichts gemacht. Eben, machen gar nichts. Wenn er jetzt sagt, okay, es dauert noch 3 Monate, das ist schon wieder was anderes. Aber nicht bei so einer kurzen Zeit. Alles Quatsch. Das wollen sie euch weiß machen, ja, das ist aber Quatsch. So. Ja, also das sind ganz viele Punkte, die ich mega störend fand, wo einfach der Genuss weg war. Auf der anderen Seite, ja, es gibt auch was Positives zu sagen, ja. Gewisse optische Darstellung, so wie hier Celeste, sieht richtig gut aus. Für die alte Lady, ja, sieht gut aus. Aber so diese vom Motion Capturing, so Grafik mit, das sieht im Spiel natürlich nicht ganz so schön aus. Was aber richtig gut ist, ist von der die Umgebungsoptik, so was diese Atmosphäre betrifft. Das hat mir richtig gut gefallen. Teilweise kam auch so dieser Nebeleinbruch rein in diese Langgänge. Das sah richtig gut aus. Also das gab eine gute Stimmung. Dann die Kulisse, was Sound betrifft. Ja, diese Gehgeräusche, dann diese Umgebungsgeräusche mit dem Holz, mit den Türen, dass man die Schritte gehört hat. Also diese Eigenstimmen, die waren zu nah, das fand ich wiederum nicht gut, weil es kann nicht sein, wenn ich ein Stockwerk weg bin und 3 Gänge weitergehe zur 4. Tür und die Person redet so laut, als steht sie direkt neben mir. Damit wollen die ja eigentlich nur erreichen, dass du genau hörst, was die sagt, aber das gibt dir das Gefühl eben, oh Gott, der ist jetzt hier im Nebenzimmer oder der steht hinter mir, Hilfe. Ja, obwohl gar nichts da ist, sondern du musst wieder ganz zurückgehen und dann ist die Figur wieder da. Also die muss dann wirklich auch leiser werden und das wäre besser. Weil ich habe mich an manchen Stellen oft gefragt, ist die jetzt hier, ist die im Schrank oder in der Schublade? Wo ist denn die? Ja, weil das wirklich so nah war, das war unpassend. Also es muss wirklich leiser werden, dass man weiß, okay, man ist weiter weg. Wenn sie dann natürlich hinterher rennen und sagen, Jennifer, hier bist du. Nee, endlich weiter, ja. Dann ist es was anderes, aber das war dann zu nah vom Ton. Und natürlich ganz spannend und interessant gestaltet ist die Story. Ja, also wer den ersten Teil ein bisschen kennt, dann versucht man das immer ein bisschen zu verbinden, gerade eben was diese Zeit betrifft. Das war zuvor, das war später, hier sind sie jünger, hier sind sie älter. Das habe ich da so ein bisschen mit einfließen lassen. Auf jeden Fall eine sehr tiefe und komplexe Story. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und vor allen Dingen gab es dann eben ja noch mehr Inhalt, weil ich finde es immer spannend, wenn man jetzt einen Teil irgendwie hat und dann gibt es die feste Geschichte und der nächste Teil zeigt nicht den fortlaufenden Teil, sondern der zeigt eben auch die Vergangenheit, wie es dazu gekommen ist und welche Person dann dahinter steckt oder welche Person zu irgendwas wurde. Das finde ich mega spannend und das haben sie auf jeden Fall umgesetzt. So, ich springe mal kurz in den Chat rein, bevor ich hier weiter erzähle. Oder kommt 3030 für die Bigs 5000 raus? Ja. Ja, wir gucken nochmal auf 2077 und dann mal schauen. Moment, wird bei mir auch nicht mehr angezeigt.
Wird bei dir auch nicht mehr angezeigt. Ja, warum machen denn die das? Da weiß ich doch nie, wer. Da muss ich doch mal draufklicken. Das finde ich blöd. Aber es war kein Update. Das haben die einfach so per Übertragung umgeändert. So was Bescheuertes. Du meinst ja wie mit den Ziegelsteinen gestern. Ja, sowas wie mit den Ziegelsteinen. So ein Käse, ey. Wo du gerade so schön drin bist bei Remarvel. Ja, bin total drin. The Man in Farbe ist für 10,49 Euro im Angebot. Ja, das habe ich glaube ich auch gesehen, ja. Ja, das ist ja der erste Teil. Ja, also wie gesagt, ganz kurz zusammengefasst, ich sag's mal so, technische Umsetzung, richtig mies, aber Sound und Story richtig gut. Ja, und wenn das diese Umsetzung, wie man spielen kann, wenn die das auch noch so gemacht hätten wie Ton und Story, dann wäre das ein richtiger Knaller geworden. Aber so, ja, es ist ein solides, ja, Gruselabenteuer mit Motten drin. Mit vielen Motten drin, ja. Es gab, wie gesagt, auch ganz gute Schreckens-, so Schockeffekte. Ja, so vom, auch wieder musikalisch und dann mit den Figuren kombiniert. Das hat schon ganz gut gewirkt. Also ich habe mich, glaube ich, ja, sagen wir mal, vielleicht viermal oder so erschrocken, wo dieses Bah! Zack, waren die plötzlich da. Also das kam auch schon mit vor. Aber es ist eben intensiver, wenn man die erste Person spielt. Da ist man eben noch tiefer mit drin als Person selber. Das wirkt natürlich noch mehr. Ja. Aber so ist natürlich auch ein netter Wechsel. Ja, wie gesagt, atmosphärisch, einige Räume war auf jeden Fall gut dargestellt. Ach ja, genau. Und was mir noch richtig gut gefallen hat, das waren diese Lichteffekte mit den Sensoren. Dass wenn man in der Nähe hingegangen ist, dass das Licht anging und so. Also das haben sie wirklich toll gemacht. Ne? Das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Das war wirklich ein guter Effekt bei den Tischlampen, bei den Wandlampen, bei den Deckenlampen. Das sah wirklich toll aus. Ja. Ja, ansonsten noch ein bisschen mehr Hervorhebung, auch so was Speicher mit betrifft, ist auch ganz seltsam gemacht. Man kann zum Beispiel nicht fortsetzen, wie es da steht, man muss dann den Speicherstand noch auswählen. Normalerweise, wenn man auf Fortsetzen geht, startet man vom letzten Punkt an. Naja, ist halt immer so eine Umsetzungssache. Und ja, es war auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie sich das Ganze mit entwickelt hat. Und ja, wie gesagt, ein bisschen muss man das noch sacken lassen. Noch ein bisschen richtig sozusagen die Reihenfolge durchdenken. Weil gerade wenn so ein paar Zeitsprünge waren, ja, wo sind die jetzt gerade, wo kamen die her? Wer ist das jetzt? War das schon interessant? Ja, Gloria, die rote Nonne. Dann die Reed sozusagen. Ist die Lindsay gewesen. Celeste ist noch da gewesen. Also die Jennifer, die letzte Jennifer, die wahre Jennifer ist es gewesen. Also da haben wir da die Detektivarbeit geleistet. Und haben das dann auch mit rausbekommen. Dann, wie die Leute vorher und nachher aussahen, mit den Experimenten. Das war auch sehr interessant, mit diesem, na, kein Virus war das, was haben sie geschrieben? Parasit war das, ja, für Hypnose. Und ja, war schon stellenweise ein bisschen grotesk, auf jeden Fall. Und ja,
falls die, wie gesagt, einen dritten Teil machen sollten, sozusagen die Nachgeschichte, oder jetzt hier mit diesem Sohn von den vermissten Mädels oder irgendwie so, dass man vielleicht noch die Zeit danach erlebt, bis zum Altwerden, was wir jetzt am Ende gesehen haben. Weil dann wäre es ja so ein ähnlicher zeitlicher Ablauf wie vom zweiten Teil zum ersten oder umgekehrt. Aber dann sollte, wenn das so kommen würde, sollte das der letzte Teil sein und dann die Reihe abschließen. Und ja, dann dürfen die Sachen, die eben gestört haben, wirklich nicht mehr drin sein, weil ich glaube, das können sie sich nicht nochmal erlauben. Und ja, dann schließt sie das Ganze ab und dann hat man nämlich den kompletten Kreislauf dann durch. Und ja, war schon interessant, dass dieser Wayman, der hatte seinen Tod mit vorgetäuscht, lebte und arbeitete dann unten in diesem geheimen Büro, was direkt unter dem Anwesen versteckt war, also diesem Forschungslabor sozusagen, ja. Sollte dann aber lieber länger dauern, als dass so extrem viele Bugs drin sind. Ja, das ist extrem. Ja, auf jeden Fall, also das müsste dann direkt nur für die Next-Gen-Konsolen dann wirklich hergestellt werden. Keine anderen, sondern nur für die Box. Ja, und keine alten Generationen mehr mit reinnehmen, sondern nur die. Lassen es dann von der Grafik, dann können sie das besser umsetzen, ja. Und müssen sich nicht noch auf die anderen mit konzentrieren. Und wenn Sound, Atmosphäre und Story auf dem Level bleibt, dann könnte der abschließende Teil wirklich Knaller werden. Aber wenn sie dasselbe wiederholen, ja, dann wird es eben nichts. Ja. Ja, aber bis auf diese Sachen, was mich halt wirklich gestört hat, weil dann der Genuss wegging, der Rest war wirklich gut. Ja. Also das habe ich dann auf jeden Fall schon genossen. Und ja. Ich hoffe natürlich, dass die das ab heute sozusagen anfangen oder an eine Stelle kommen, wo das Update sich lohnt, dass die das dann wieder mehr mit genießen können. Weil sonst ja, macht es ja an den gewissen Stellen dann gar keine Freude. Weil man dann irgendwie fest bleibt und kann nicht weiter oder wird ständig getroffen und kann nicht mehr ausweichen. Dann funktioniert die Umsetzung nicht mehr und obwohl man sich mal gedrückt hat, wird er trotzdem weggestochen. Ja, das ist natürlich mega unpassend und dann zieht sich das Game natürlich endlos in die Länge. Ja, und dass sie sich dann auf jeden Fall ausreichend Zeit nehmen, das dann viel final machen. Weil das ist eben immer die Gefahr, ne? Wenn die dann immer das Datum, ja, ich muss jetzt mal wieder kurz auf Cyberpunk kommen, wir haben das Datum ja dann bestätigt gehabt, ja, die schaffen das und ja, wir arbeiten jetzt ein bisschen mehr. Und sobald so ein Datum draußen ist, ja, die sagen, oh, das Game, ja, ich habe alles im Blick. Sobald es da ist, ist das eingebrannt. Und wenn die dann sagen, wie heute, ja, wir müssen es nochmal verschieben. Ist zwar alles fertig, aber wir verschieben es nochmal. Wir müssen noch irgendwie doch noch was drehen. Ja, ja. Ja, dann flippt der halbe Planet aus, ja. Was, wie kann das sein? Muss doch fertig sein. Gib mir das Spiel endlich, ja. Dann sollen sie gleich lieber sagen, hey, das kommt wirklich erst im Jahr 2077 raus. Bis dahin updaten wir alles, was uns nur so in den Sinn kommt. Und dann müsst ihr auch nichts updaten. Ihr könnt die CD reinlegen in die neue Box. In die Bigs, heißt ja dann Bigs, ja. Und dann könnt ihr sofort losspielen. Wie früher, vor 5000 Jahren, ja. Und die Leute, ah, okay, alles klar. Aber sobald es mit dem Datum fest ist, ist es eingebrannt.
Und dann zu sagen, ja, es kommt später, kommt nicht gut an. 2077. Genau. Ja, das sollten die beachten. Ja, ansonsten denke ich, alles über den Livestream und jetzt mal im Fazit gefasst. Und ja, der Großteil ist wie gesagt der technischen Umsetzung geschuldet. Und wenn wir das jetzt mal weglassen, habe ich das auf jeden Fall mit genossen mit den anderen Punkten. Aber mit diesen ging der Genuss echt durch die Motten. Ja. Aber wem diese Richtung gefällt, ja, dieses unheimliche Grusel, ja, Schockabenteuer. Und wer eine sehr komplex, verwirrende Story mag. Gute Atmosphäre, tolle Soundkulisse. Für den ist es auf jeden Fall was. Und ja, kann es definitiv mit reinnehmen. Ah ja, hier haben wir das in den Experimenten. Das ist der Ashman. Stück Dreck. Die hier? Die sieht aber schon mega alt aus. Rosie Reaver. Oh, hier haben wir schon trotzdem ganz viele gesammelt. Wir haben die Katja, wir haben die Luana, wir haben die Miriam, wir haben die Sarah, wir haben die Rosie. Greater, Anita, Concetta, Elisa. Sie sieht aber auch älter aus. Krass. Das sind alles Test-Jennifers gewesen. Und Katzen haben sogar noch alle drin. Oha, was haben wir hier? Jennifer in Gefahr. Oh ja, hier wurde in die Dunkelheit. Ich wusste, dass die Spiegel irgendwie so eine Dimension sind. Können wir aber selber nicht benutzen. Porzellan. Weiß gar nicht, wie man die anderen Sachen. Ach, na klar, jetzt weiß ich. Ach, weil ich die Kugel sehe. Ja, die Kugeln. Ich hatte ja vor uns gesagt, wo wir die Dings befreit haben, die Lin, dass wir das nicht einsammeln können. Und das ist so eine Kugel gewesen und die können wir nur mit der Mottenfähigkeit einsammeln. Dann leuchtet das nämlich drumherum orange und dann können wir das einsammeln, wenn wir drauf zufliegen mit dem Mottenauge. Und dann, wow, da habe ich aber echt mega viele übersehen, aber die sind auch, muss man wirklich sagen, extrem schwer versteckt. An das hier kann ich mich gar nicht erinnern. Also das eine war, glaube ich, bei dem Kino. Ja, das war, glaube ich, das Bild drauf, ne, mit dieser Figur. Ich glaube, das ist wirklich das gewesen hier. Das hier? Das war, glaube ich, noch mit in der Cutscene. Das haben sie uns wahrscheinlich direkt mitgegeben. Und hier, wo wir vielleicht... Das war auch, glaube ich, wo wir gejagt wurden. Ja, da hat sie sich durch das Instrument als Erinnerung umbenannt in die Reed. Coole Sache. Ja. Also das ist wie gesagt mein Fazit zu Remothered Broken Porcelain. Ja, das wird jetzt erstmal der letzte Upload sein auf die Tube zu diesem Projekt und dann, ja, schauen wir mal, wenn das nächste dann da ist, dann geht's damit weiter. Es wird auf jeden Fall noch eine Weile unheimlich bleiben auf die jeweilige Art und da bin ich auch schon gespannt, freue mich schon drauf und
glaube, ihr seid wieder mit am Start, wenn es dann in ein neues Projekt einhergeht. Und ja, also ich gebe den ganzen 4 von 5 Twitcher Sternen. Also einen muss ich komplett abziehen wegen dieser ganzen technischen Katastrophe. Der muss weg. Ja, also 5 von 5 ist ja auch mehr so zum Indie hin. Kann ich keineswegs geben, weil das hat es einfach nicht dargestellt. Aber den ganzen Punkt für das Technische, das muss weg. Wie gesagt, Atmosphäre, Soundkulisse, Story. Das haben sie richtig gut gemacht. Und ja, später, wie gesagt, kann man sich ja auch noch optimieren. Seine Fähigkeit optimieren, sobald man dann eben sich beim ersten Mal befreit hat und die Kraft freigesetzt hat. Was das Ganze halt nochmal ein bisschen vielfältiger macht, dass man da besser in der Welt zurechtkommt. Und ja, also wie gesagt, wenn nochmal ein dritter Teil kommt, dann wie sich Celeste gemacht hat und dann nochmal der Blick zu Lin und auch nochmal zu den ganzen Experimenten und zu ihren Eltern, weil wir haben ja nur ein Bild gesehen. Und warum dann die Entscheidungen so waren. Also wie gesagt, ein dritter Teil wäre auf jeden Fall nochmal drin, was man machen könnte. Und dann kann man das Ganze abschließen. Aber bitte ohne diese genannten Fehler. Den Rest könnt ihr optimieren. Bam, 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 bam. Aber du hast was Wichtiges vergessen. Horror ist immer gut. Ja, Horror ist immer gut, ja. Aber die Sterne hast du vergessen. Okay, jetzt hast du sie. Ja, das mache ich schon noch. Ja, der Rest nicht so gut, hätte ich 3,5 gesagt. Ja, ich war auch so bei, also 4 war schon klar, dann vielleicht so 3,5, dann dachte ich kurz mal so 3, ich dachte, na, das wäre dann wieder 2 weg, so, ja. Ja, also besser als 4 ist es auf keinen Fall. Keine 4, 5 und schon gar keine 5, ja, also 4 als Horrorfreund, ja. Ja, aber wie gesagt, also technisch, da müssen sie richtig die Schrauben anziehen. Und ja, wie gesagt, wenn da was kommen sollte, dann kann das auch dann Knaller werden. Ja, was haben wir denn so für Wörter bei Remother drin? Haben wir schon einige drin. So. Ja. Also wären das jetzt deine 3,5 oder? Ja, falls euch noch direkt was einfällt, was ihr beim Stream gesehen habt, dann schreibt es mal gerne mit rein. Und ja, ansonsten bedanke ich mich für alle, die in dem Zeitraum reingeschaut haben zu dem Horrorprojekt hier. Und ja, und das Ganze unterstützt habt, egal wie. Aber denkt dran, live ist immer besser. Ja, egal ob es, wie gesagt, mal reinschauen, mal chatten, das Folgen, das Hosten oder das seltene Raiden. Ja. Da zählt natürlich alles mit rein. Und wichtig ist natürlich, dass ihr Spaß dran hattet, das genossen habt. Und ja, da mal abschalten konntet mit. Und ja, dennoch, bis auf diese Punkte, wie genannt, habe ich das schon genossen.
Und da hat es auch Spaß gemacht. Dieser kleine Rätsel. Einlagen waren ja auch mit dabei. Ja, ja. Mein Senf habe ich immer schön dazugegeben. Ja. Ja, das sind ja halt Sachen, die man dann eben wahrnimmt, ne? Wenn man dann im Game selber so merkt, dann, hey, was ist denn das hier? Warum geht das nicht? Und müsste das nicht so sein irgendwie? Ja. Wenn man dann eben noch einen Weg findet, dass man sagt, okay, so muss das gelöst werden, ja, dann nimmt man das natürlich wieder zurück, weil dann ist kein Fehler oder irgendwie, sondern das ist halt eine neue Variante, wie man Sachen angehen soll. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn das dann spinnt und du denkst, was ist denn das jetzt? Und dann musst du das neu laden, damit dieser Vorgang wieder drin ist und dann geht das irgendwie was anderes nicht. Ja, das ist dann nicht sauber programmiert. Na dann schon mal gute Nacht, schlaf gut. Ja. Das wünsche ich euch ebenso. Kommt gut durch die Nacht. Schönen Start. Beim nächsten Mal müssen wir mal schauen, weil was wir da mal gucken können. Vielleicht gibt es mal wieder eine Demo oder sowas. Oder wir tauchen nochmal in ein anderes Spiel mit rein, wo es ein Update mal wieder gab. So, mal gucken. Ja, und wenn, wie gesagt, das neue Projekt losgeht, dann wisst ihr dann sowieso Bescheid. Irgendwo kann man das dann sehen oder lesen oder irgendwie so. Meistens im Stream. Ha! Na gut, das war's jetzt. Game of Thrones Ladies, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein fürs Projekt. Wir sehen uns bei einem nächsten Mal wieder. Und ja, kommt gut durch die Nacht. Schönen Start. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und ciao. Na, ah, Monstrum. Ja, ja. Das ist eher so ein Zufallsding, also ich werde das bestimmt nochmal mit Monstrum nochmal einen Livestream bestimmt mal machen. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal fast alles gehabt, ne? Und dann war aber diese Tür irgendwie und dann wurde ich irgendwie doch bekommen. Da müssen wir mal gucken. Na gut, ich werde das jetzt immer ein bisschen vorbereiten, Finale, und dann vielleicht sieht das ja irgendjemand. Und hinterlässt einen sinnvollen Kommentar. Das war ein richtig guter Witz. Gut, macht's gut. Danke. Tschüss.